Heute gibt's mein Fazit zum Pasofino. Und damit aufgesattelt und aufgesessen, willkommen zu einem neuen Stallgeflüster. Heute gibt es mein Fazit zum Pasofino. Die meisten von euch hatten sich ja gewünscht, dass ich das erst bringe, wenn er dann offiziell draußen ist. Und tada, hier kommt es jetzt. So, wie immer aufgeteilt in meine 6 Punkte und wir machen direkt den Anfang mit Punkt 1, dem Erscheinungsbild. Ja, Körperbau ist meines Erachtens sehr gut getroffen. Ich kenne persönlich in echt keinen Pasofino, von daher kann ich leider jetzt nicht aus Erfahrungsberichten aus dem echten Leben sprechen. Aber man kann sich ja Bilder angucken, Rassebeschreibungen durchlesen und Videos anschauen und so weiter und so fort. Und von daher würde ich sagen, dass der Körperbau des Pasofinos sehr, sehr gut getroffen ist. So im Verhältnis Größe, Größe, Beine, Körper, Kopf, Hals, finde ich, passt das alles ziemlich gut. Der muskulöse Hals, der wurde mit aufgenommen. Dieses, ja, so ein bisschen kompaktere, würde ich sagen. Ich finde, der Pasofino ist ein eher kompaktes Pferd. Wird auch sehr, sehr gut wiedergespiegelt, wenn man da jetzt wirklich mal ein Bild von einem echten Pasofino sich anschaut über die Bildersuche im Internet. Dann finde ich, ist der wirklich gut getroffen. Ist irgendwie alles stimmig. Und wie gesagt, nicht nur stimmig in sich, sondern auch stimmig mit der Rasse im echten Leben. Von daher finde ich persönlich Erscheinungsbild sehr, sehr gut getroffen. So ein ganz leicht konkaves Profil, also minimal, ganz, 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 ganz gering. Konkav bedeutet ja nach außen gewölbt, wenn der Nasenrücken so nach außen gewölbt ist. Das Gegenteil, konvex, Entschuldigung. Konkav ist das nach innen gebogene. Konkav ist der Araber. Das ganz leicht konvexe Profil ist, wenn der so leicht nach außen gebogen ist. Das finden wir hier auch, aber wirklich nur minimal. Das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden. Ich weiß nicht genau, wer das Pferd designt hat, aber well done. Wirklich gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Kommen wir zu Punkt 2, die Animationen. Ja, und da war ich ja schon beim ersten Mal begeistert, als der Pasofino eigentlich noch nicht hundertprozentig fertig war und die Mähne noch so ein kleines bisschen steif war, zum Beispiel im Arbeitsgalopp, da war ja keine Bewegung drin, da klappte sie nur einmal so ein bisschen nach oben und dann blieb sie aber so. Aber jetzt, wo alles fertig ist, sie haben zum Glück haben sie nichts mehr an den Gangarten an sich verändert. Da hatte ich so ein bisschen Angst vor, dass sie die eigentlich in meinen Augen nahezu perfekten Gangarten überarbeiten, weil sie in ihren Augen noch nicht fertig sind und was Schlechteres bei rauskommt. Da hatte ich echt so ein bisschen Angst vor, aber zum Glück ist das nicht passiert. Ich will mir gleich mal noch kurz was anschauen. Ich hatte gestern auf Social Media einen Kommentar gelesen im englischsprachigen Raum. Das war auf Deutsch. Ob der Kreuzgalopp so gewollt ist, hier sehe ich ganz klar einen Rechtsgalopp. Hier sehe ich einen Linksgalopp. Hier sehe ich auch einen Linksgalopp. Der macht keinen Kreuzgalopp, der ist im Arbeitsgalopp, im Rechtsgalopp und ansonsten ist er im Linksgalopp. Also ich kann da jetzt keinen Kreuzgalopp rauserkennen. Gangarten finde ich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Sieht wirklich top aus. Also ich muss wirklich sagen, es gibt kaum ein Pferd, wo ich wirklich sage, da gefallen mir die Gangarten so überragend gut wie beim Pasofino. Das ist so schön gemacht und auch die Mähne und der Schweif haben, glaube ich, noch nie, also besonders der Schweif, haben noch nie so viele einzelne Strählchen gehabt. Klar, es sind keine einzelnen Haare, wie jetzt vielleicht bei einem Spiel wie Red Dead Redemption. Aber so ein Stil würde ich mir auch nicht wünschen. Ich finde, das passt nicht rein in Star Stable. Das passt einfach nicht zum Grafikstil. Und das hier ist einfach ein sehr, sehr hoher Detailgrad für den Grafikstil, den wir hier in Star Stable haben. Ich finde es sehr, sehr gut und ich würde es mir auch vielleicht gar nicht noch detaillierter wünschen, weil dann wird es vielleicht für mich in meinen Augen schon ein bisschen zu viel werden. Auch die beiden Special-Gangarten, der Tölt quasi, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der jetzt beim Paso heißt,
und der Fino Classico, dieses Getrippel, perfekt umgesetzt. Also Leute, wenn ihr das nicht kennt, guckt euch mal ein Pasofino an. Die Schweifhaltung, es passt. Die Beinfolge, es passt. Es ist perfekt, wie der Hals gehalten wird, der Kopf gehalten wird. Es ist einfach die perfekte Umsetzung. Da kann ich gar nichts anderes zu sagen. Ich bin einfach immer noch komplett geflasht davon, wie gut auch diese Special-Gangarten animiert worden sind. Also Animationen in meinen Augen tipptopp. Dann haben wir die Fellfarben als dritten Punkt. Pasofinos können tatsächlich alle Fellfarben haben. Schecken sind dabei eher seltener. Wir haben jetzt einen Schecken hier im Spiel. Diesen Tobiano ist es wohl, glaube ich. Habe ich gestern nochmal gelesen. Mein Domino hier. Dann haben wir den Sooty Bay, den ich mir auch schon gekauft habe. Mein Maroon. Dann haben wir den Apfelschimmel in Vorpinter, wir haben einen Rappen, wir haben einen Flachsen ist es, glaube ich. Wir haben einen Amber Champagne. Was haben wir noch? Jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts vergesse. Wir haben noch einen Falben drin. Und die sind auch alle sehr, sehr schön gearbeitet. Ich muss sogar sagen, ich glaube, bei noch keinem Pferd sind die Details so super gut rausgekommen. Ich meine, wenn man sich das hier mal anschaut, was der hier für eine tolle Schattierung am Hals hat und im Schulterbereich, wie toll da einfach die Muskulatur rauskommt, was ja im Endeffekt wirklich eine Gestaltung der Fellfarbe ist. Es ist ja die optische, quasi die Bemalung vom 3D-Gitternetz, wo die Textur, die Farbtextur drauf liegt. Finde ich mega. Ja, ich habe keinen vergessen. Sehr gut. Also finde ich wirklich richtig, richtig mega umgesetzt. Da Schecken seltener sind, also manche haben ja auch schon geschrieben, okay, ein paar mehr Special-Fellfarben wären schön gewesen. Ich weiß, dass auch noch eine weitere Fellfarbe im Umlauf ist. Ich weiß aber im Moment noch nicht, welche das ist, wofür ich auch dankbar bin. Ich möchte auch, dass das so bleibt. Ich möchte keinen Spoiler. Ich habe nur gelesen, dass wohl noch eine weitere Fellfarbe aufgetaucht ist. Aber ich finde es schön, dass ein Schecke dabei ist, weil es sie ja geben kann. Aber ich bin eben auch froh, dass es nur ein Schecke ist, weil es sie eben nicht so selten, nicht so oft gibt. Ich würde mir tatsächlich sogar noch mehr Fellfarben wünschen für den Pasofino, weil es den eben wirklich in vielen verschiedenen Farben gibt, beziehungsweise wirklich alle Farben vorkommen können. Deswegen würde ich mir da noch mehr wünschen, weil ich einfach das Pferd klasse finde und Pferde, die ich toll finde, da wünsche ich mir einfach immer noch mehr Farben. Das ist einfach so. Punkt 4, die Rittigkeit. Und auch da kann ich wirklich nur Positives berichten. Maroon steht ja jetzt noch wieder ganz am Anfang. Und da habe ich auch schon ein gutes Gefühl. Nicht Maroon, Domino. Aber Maroon hatte ich ja auch schon relativ zügig ausgelevelt. Habe mit dem auch schon Level 15er Chumpy-Test gemacht. Und mein Eindruck war eigentlich die ganze Zeit durchweg positiv bei den Rennen, die ich geritten bin. Ich bin jetzt noch nicht so viele Championate geritten mit Maroon, weil ich den ja eingepackt habe, quasi nachdem ich alles, was wichtig war, einmal aufgenommen hatte, weil ich einfach nicht irgendwie den Leuten die Zähne lang machen wollte, die nicht die Chance hatten, sich den Pasofino schon zu kaufen, als er beim ersten Mal fälschlich ins Spiel kam. Deswegen muss ich den auf jeden Fall mal noch weiter auf Herz und Nieren testen. Aber so vom Levelprozess und vom ersten Championat, was ich mit Maroon geritten bin, kann ich, wie gesagt, wirklich nur sehr, sehr positiv berichten. Da hat er mich auch sehr begeistert und überzeugt. Und ich freue mich drauf, jetzt weitere Championate mit Maroon zu bestreiten, beziehungsweise auch mit Domino, weil ich glaube, das Leveln ist ja jetzt trotz Festivalende geblieben. So, dann haben wir den fünften Punkt, Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Pasofino ist ja ein bisschen teurer. Jetzt muss ich gerade ehrlich sagen, ich habe den Preis vergessen. Waren es 950 Starcoins? Ich glaube ja. Damit gehört er zu den teureren Neuerscheinungen an Pferden. Aber ich finde Preis-Leistung absolut gerechtfertigt. Denn der Pasofino hat ja
die Special-Animation des Paso Classicos und er hat die Tölt-Animation, mit der wir eben auch reiten können. Und die nicht nur für die Optik ist, sondern mit der wir hier auch so durch Jorvik tölten können. Von daher hat er ja, wie gesagt, zwei Special-Gangarten. Und wenn man sich mal anschaut, wie mega gut das Pferd sonst gelungen ist, wie viel Details da drin stecken, in der Felltextur, in der Mähne, das war einfach wirklich nochmal mehr Arbeit gewesen sein dürfte als die letzten Pferde, die rausgekommen sind, weil es in meinen Augen halt wirklich das beste Pferd ist, das Star Stable momentan zu bieten hat. Finde ich Preis-Leistung eigentlich auch gerechtfertigt. Natürlich kann man jetzt die Animationen nicht unbedingt dazu nehmen, weil die sollten natürlich nach Möglichkeit, egal bei welchem Pferd, immer gut sein. Egal, ob es nur mehr oder weniger Starcoins kostet, sollte da immer der Anspruch sein, das Bestmögliche rauszuholen aus den Star-Stable-Möglichkeiten. Aber wie gesagt, verbunden mit diesen Special-Animationen, die eben nicht nur für die Optik sind, wie zum Beispiel beim Jorvikschen Urpferd, die Piorette, mit der man jetzt nicht wirklich von der Stelle kommt, oder dem Hinlegen. Beides auch süß. Aber wie gesagt, man kommt halt nicht von der Stelle, daher nutzt man es wahrscheinlich seltener. Im Tölt wird man bestimmt auch mal jemanden, sehen hier. Von daher finde ich in dem Fall auch den etwas höheren Preis durchaus gerechtfertigt. Und mein Fazit zu der Rasse ist ein wirklich sehr, sehr positives. Ich vergebe hier an dieser Stelle, glaube ich, tatsächlich 10 von 10 Sternen. Ich finde den sehr, sehr gut. Einziger kleiner Kritikpunkt vielleicht ist das hier im Stehen. So ein bisschen die Gruppe, das stört mich so ein kleines bisschen optisch. Aber ich finde, das kommt auch in anderen Gangarten, wirkt das dann schon wieder anders. Ich finde den wirklich spitzenmäßig, ich finde ihn klasse, ich kann ihn nur weiterempfehlen und bin sehr gespannt auf euer Fazit und eure Meinung zum Pasofino. Bei mir werden bestimmt auch noch mehr einziehen. Das so ein bisschen Hakelige hier in den Gangarten ist auch verschwunden. Das ist noch überarbeitet worden, dass er so ein bisschen quasi in sich geleckt hat. Das haben wir jetzt hier auch nicht mehr. Also von daher alles tipptopp. Und das war's mit meinem Fazit zum Pasofino.